Also Leute, was ihr jetzt zu sehen bekommt, wird wahrscheinlich gleich wieder runtergenommen vom Kanal, wie ich diesen Robin Nastorafu kenne. Aber wie ihr es wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, ja, ich denke, Robin Nastorafu, hier Kalle, Stefan Detzlaff und auch Herodes Armloch sind alles Reptiloide. Ja, sie leben unter uns, mittendrin. Alles Echsenmenschen, hochintelligent. Und wollen uns alle kontrollieren. Und es gibt viele, viele von ihnen. Und es gibt viele Beweise dafür, dass es auch wirklich stimmt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn nicht, zeige ich euch die Wand nochmal ganz genau. Also ich habe das hier alles auf der Karte von Weimar, habe ich das alles markiert. Nastorafu TV. Robin Nastorafu. Ja? Robin, Englisch, Rotkehlchen. Nastorafu, Nosferatu. Vampire trinken Blut. Die Reptiloide trinken auch unser Blut, trinken menschliches Blut, um zu überleben, um die Jahrtausende zu überleben. Also ist das schon mal hier die erste Zusammensetzung. Englisch Rotkehlchen, ne, trinkt das Blut runter, kriegt eine rote Kehle, klar. Ist ja wohl ganz eindeutig. Dann haben wir hier die Glatze. Robin hat eine Glatze, keine Haare. Wer hat auch keine Haare? Echsen. Echsenmenschen haben natürlich keine Haare, die haben Schuppen. Geht hier gleich runter zu St. Nudes, weil der Stefan Tesla in seinen Instagram-Stories, da schickt er jedes Mal St. Nudes. Nackte Bilder, nackt, nackte Haut. Er will keine Haare sehen, nichts, Nacktheit. Wie Echsenmenschen, Schuppen, nackt. Stefan, Robin, beides zweigliedrige Namen. Robin, Stefan. Zweigliedrig. Zweigliedrig, zwei Glieder. Ein Penis, ein Schwanz. Die Echsenmenschen. Echsen. Echsenmenschen. Domian, bekannt, dass er ein Reptiloid ist. Robin nutzt den Hintergrund von Domian. Ganz eindeutig auch ein Reptiloid. Schopenhauer. Robins Lieblingsmeme. Meme. Denkmeme. Denkt er. Schopenhauer. Schopen? Da kommt man ganz schön schnell auf Schuppen, oder nicht? Schuppen. Schopenhauer. Hauen. Gewalt. Er will uns Gewalt antun. Kommen wir hier runter zu Herodes Armloch. Schwierige Angelegenheit, aber eigentlich relativ offensichtlich. Wenn wir hier an David Hein denken, der ihn einmal geschlagen hat und dann kommt seine wahre Natur zum Wahrschein. Die Schuppen, die sind ja wohl eindeutig zu erkennen hier, oder nicht? Schaut euch das Video nochmal an. Ich verlinke es euch vielleicht in der Videobeschreibung. Mal schauen. Watch Dogs Lied hat er sein ganzes Gesicht vermummt, einfach weil er unbekannt sein möchte. Weil er seine wahre Natur nicht zeigen möchte. Deshalb ist Stefan Tesla, aka Kalle, auch Schauspieler geworden. Oder als Gay Butters. Maske aufgesetzt natürlich. Damit man seine wahre Natur nicht erkennt. Aber ich bin doch nicht dumm. Ich lasse mich hier doch nicht verarschen. Ja, dumm. Nee, dumm bin ich nicht. Nee. Hier, der scheint mir Tänzer. Er macht Rap. Reptiloide. Ich habe es erkannt. Ich habe euch entlarvt.